Die kann ganz einfach funktionieren, indem man bei dem Finanzierer, bei dem man schon finanziert hat, einfach nach einem Prolongationsangebot fragt. Und wenn dieses Prolongationsangebot fair ist, dann nimmt man das, unterschreibt einfach nur dieses Angebot, schickt es zurück und das war's. Wenn man das Gefühl hat, dass der bisherige Finanzierer einem da nicht so ganz fair mitspielt, dann ist es eigentlich eine ähnliche Vorgehensweise wie bei dem Erstantrag, dass man bei anderen Banken nachfragt und guckt, was man dort angeboten bekommt. In der Regel ist es einfacher, die Zweitfinanzierung zu bekommen, auch von einer anderen Bank, weil ja die Immobilie idealerweise im Wert eher sogar gestiegen ist seit der ersten Finanzierung, aber die Restschuld definitiv seitdem gefallen ist. Das heißt also, die Relation zwischen dem Wert des Objektes und das, was ich an Darlehen aufnehmen muss, die ist deutlich verbessert. Also das führt grundsätzlich zu günstigeren Zinsen.